Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt und immer noch unserer großen Bootstour, die sich aber langsam dem Ende nähert. Ich muss erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Und dann können wir auch wieder munter in See stechen. Wir sind dabei, die letzten Fragezeichen abzuarbeiten und es sind inzwischen wirklich nicht mehr allzu viele. Also wir könnten das in zwei Runden, könnten wir das wohl noch schaffen. Wir müssen mal schauen. Wir fahren mit dem üblichen Tamtaratam fort und überlegen uns, wird es sich um einen... Oh, das sieht nach Kriegsbeute aus. Ich sag Kriegsbeute. Es könnte ein Schmuggler versteckt sein, aber es sieht sehr nach Kriegsbeute aus. Und da sind Reste eines Schiffes eindeutig zu erkennen. Jawohl, und bis jetzt noch keine Gegner. Das macht mir etwas Sorgen. Ah, da kommen sie doch schon. Scheinen Gurgler zu sein. Los, Geralt, machst du jetzt heute wieder Stress? Willst du heute wieder nicht ins... Ja, ja. Oh, doch nicht. Es sind keine Gurgler. Es sind Sirenen. Woo! Aber die haben sich einfach nicht gezeigt. Ist auch mal okay. Na komm. Bats, da gibt's einen Headshot. Geralt, die sind doch noch zu weit weg. Da musst du dich doch erstmal entspannen. Sehen wir hier denn irgendwas? Ich tauche erstmal wieder auf. Wir machen das ganz gemütlich. So. Ja, ja, ihr müsst euch entspannen. Schreit mal rum und so, ganz wie ihr wollt. Ich suche dabei mal hier irgendwie eine Kiste oder sowas. Da ist sie doch auch schon. So, jetzt nix wie hoch hier. Und weiter hoch, bevor da die nächste Sirene kommt und meint, sie muss es mit dir im Wasser, du weißt schon, erledigen. Das muss nicht sein, ne? So, na siehste, dann haben wir die Kriegsbeute doch auch abgehakt. Oh, Gera, dann einmal ans Schiff ran. Genau. Die eine da oben, die weiß halt nicht so genau, was sie machen soll, deswegen können wir das einfach getrost ignorieren. Wenn sie uns dann doch noch angreift, dann wird sie schon sehen, was sie davon hat. Als nächstes ist jetzt die Frage, dann nehmen wir erstmal, oh, das ist hier so ein Dreieckgespinst, das habe ich mir ja gut überlegt. Da würde ich sagen, dann gehen wir jetzt erstmal, ja doch, gehen wir erstmal dahin. Zip. Ja, so weit ist. Man hätte jetzt nicht auch porten können, theoretisch, aber so weit war es dann jetzt nun auch nicht. Die 340 ne, Tapser da, die können wir auch so gehen. Nee. Und ihr habt euch inzwischen beruhigt, ja. Die hatten keinen Bock. Die haben gesehen, was mit ihren Kolleginnen passiert ist und dachten sich wohl auch so, nee, weißt du, lass den Mann mal lieber gewähren, das gibt nur Ärger. Oh. Haben sie auch nicht Unrecht, ne? Haben sie nicht Unrecht? Ist für sie jetzt auch besser ausgegangen. Insofern ist das doch eine Win-Win-Situation. So, noch 100. Ich sage, es ist ein Schmugglerversteck und ich würde sagen, es sind Sirenen vorhanden. Keine Gurgler, es schreit momentan an diesem Abschnitt hier doch wieder sehr sirenig zu sein. Gucken wir doch mal. Na? Na? Ah, wir nähern uns. Ah, eindeutig Schmugglerversteck. Hm. Ah, und Sirenen. Na, wer hätte das denn gedacht? Gut, dass ist Eki irgendwas Dinger. Das ist für mich ist das gleiche, ne? Also fliegendes Gesocks halt, ne? Ja, moin. Ja, hallo. Bams. Das lassen wir mal lieber. Das ist mein Boot. Noch jemand? Ja, Gera, du musst die Armachse schon, die Armbrust schon noch draußen lassen. Ja, warte nun. Ah, da ist die nächste. Muss das denn hier sein? Musst du denn hier mein Boot anfassen? So, nächster, komm schon. Wir haben Zielen, ey. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Da seid ihr doch. Ich sehe es doch ganz genau. Bams. Und du noch. So, das war's. Wow. Habt ihr das gesehen? Er ist einmal ins Wasser gesprungen, wie ich es erwarten würde, wenn man ins Wasser springt. Also, es sah gut aus. Richtig geschickt und gekonnt. So, Gera, jetzt noch ein bisschen Gas geben, damit wir nicht ersticken. Also ertrinken, ne? Kommt im Endeffekt ja ziemlich aufs Gleiche raus. So. Dann nehmen wir das noch.
Bärenfett. Ah, wenn ich mir etwas gewünscht habe, dann ist es so ein ordentlicher Eimer voll mit Bärenfett, ne? Das schmeckt unglaublich gut. Morgens so irgendwie so eine Schale voll Bärenfett mit ein bisschen Cornflakes drin oder so. Hm. Alles großartig. Ich empfehle dazu noch geschmolzene Butter. Einfach drüber gießen. Richtig guter Start in den Tag. Gut fürs Herz, ne? Baut auf. Also kann ich euch nur empfehlen. Bärenfett, Butter und ein bisschen Cornflakes. Hm. Köstlich. Dazu noch ein schönes Tässchen Kaffee. Man kann auch im Kaffee einfach so einen Löffel Bärenfett reinrühren. Das gibt so richtig schöne Augen, die dann oben auf der Crema schwimmen, ja, und sie relativ schnell auflösen. Also ist eigentlich ein kleiner Geheimtipp so von uns Kennern im Kaffee-Business auch. Also durchaus zu empfehlen. Durchaus zu empfehlen. Wo wir davon sprechen, wird es Zeit für einen ordentlichen Schluck. So das Seefahrer-Feeling müsste ich ja eigentlich so einen Schuss noch mit dazugeben, ne, damit das irgendwie passt, aber kommt nicht so gut, wenn man morgens mit einer Irish Coffee oder Grog-Fahne da so irgendwie auf Arbeit auftaucht. Das ist nicht so gern gesehen. Ne? So, hier, fahren wir ein bisschen. Los, los, los. 240 Schmeckels noch. Jetzt sind wir auch da. Unser Segel sieht ja auch so aus, als hätte es schon ein bisschen gelitten. Ne? So ein paar Löcher da drin, oh, das ist auch nicht mehr das neueste Modell hier. Da könnten wir ja so viel, wie wir fahren, hätte man da ruhig rein investieren können, so in unser eigenes Boot oder so. Wäre Gerald typisch dann auch nur vom Feinsten gewesen. So, Isa Schmugglerversteck und Gurgler. Ja, Schmugglerversteck stimmt so mal. Und was die Gegner angeht, haben sie sich noch nicht entschieden. Jetzt sagt Nick einfach gar nichts. Kann er nicht. Ja, sieht so aus, als wären wir hier mal wirklich allein. Keine Gegner. Muss es auch mal geben, ne? Aber das ist ungewöhnlich. Aber gut, soll mich nicht stören. Macht die Sache etwas einfacher und schneller. Das ist nur der Riesenwal. Sonst ist hier nichts los. Wenn sich das dann gleich jetzt die restlichen Fragezeichen so durchzieht, dass es einfach nur ruhig ist, keine Gegner, wäre natürlich nicht schlecht, ne? Dass wir schnell durch mit der Kiste. So. Und Steuermeister Gerald, wir haben noch ein Fragezeichen auf dieser Ecke hier zu erledigen und dann sind wir hier auch schon durch. Das ist das letzte bei dieser Insel. Dann machen wir nochmal so eine Tour hier so lang, so eine Inselhopping-Tour. Dann sind wir da auch schon durch mit. Und dann kommt noch diese kleine Bucht hier und dann war's das. Dann war's das. Haben wir das echt durchgezogen, ey. Meine Güte. Aber hier, jetzt geht's nochmal zur Insel. Das sieht einladend aus. Ah ja, Vorsicht. Ich habe das schon gesehen, ja, aber wir müssen ja irgendwie rauskommen hier. Das könnte nochmal spannend werden jetzt. Insel, das könnte ein Banditenlager sein. Also im schlimmsten und langweiligsten Fall ist es wirklich einfach nur ein Kriegsbeutending, wo wieder so ein Schiff dran gelandet ist. Aber mit etwas Glück könnte es tatsächlich ein Banditenlager sein. Und es könnte tatsächlich eine kleine Geschichte erzählen. Ja. Wer weiß, wer weiß. Ich habe ja noch Hoffnung. Ich gebe ja nicht auf. Also, die Chancen stehen gut. Komm schon, Gerald. Gib alles. Oh, sieht auf jeden Fall aus, als könnte man da anlanden, oder? Das sieht gut aus. Ah, ich sehe leider schon Sirenen. Das sieht nicht mehr so gut aus. Aber wir müssen da auf jeden Fall hochklettern. Da ist was los. Da ist was los auf der Insel. Bewachter Schatz. Jawoll. Doch noch ein bisschen Spaß hier. Los geht's. Was zum Looten? Nö. Wir klettern jetzt einfach mal munter hoch. Die werden sich schon melden, die Sirenen. Wenn die was von uns wollen. So, wo ist er denn, der Schatz? Oh, weiter unten. Wir müssen erst nach unten, so wie es aussieht. Ja, entspannt euch mal. Es scheint erst hier unten irgendwo was rumzuliegen. Hier sehe ich aber nur Abfall. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn, der Schatz? Oh, endlich kommen Gegner. Na, komm her. Brauchst gar nicht so rumzufliegen. Ja, oh, schade. Na, da oben abzuschützen ist auch scheiße. Komm her. Na, komm her. Ja, komm. Trau dich doch.
Kommt zu mir! Jetzt können wir. Ah, wieder nicht. Komm schon. Ich kann dich so nicht umbringen, wenn du immer auf dem Berg landest. Aber das lief doch. So, die nächste bitte. Die nächste bitte. Ja. Gleich abstürzen. Ja, auf meinem Boot ist ein bisschen kacke, aber egal. Hauptsache, geht mich auf die Nerven. Ich kann derweil schon mal weiter nach dem Schatz suchen. Also, ich sehe jetzt hier nichts. Ich wäre jetzt einfach munter da hochgeklettert, aber die sagen, es wäre auf dieser Höhe. Aber es kann natürlich sein, dass oben eine Höhle ist, in die man rein kann. So, jetzt ist ja Ruhe. So. Das prüfen wir jetzt mal. Wir gehen jetzt doch mal nach oben, weil hier unten ist ja offensichtlich nichts. Ne? Also wenn wir jetzt hier so gucken, da ist nichts. Hier liegt auch nichts. Können wir jetzt noch da hochklettern. Da sehen wir hier auch nichts liegen. Also gehen wir jetzt erstmal munter weiter. Vielleicht kann man da oben irgendwo hoch in so eine Höhle klettern. Oh, das ist ja richtig gefährlich hier. Wir mussten doch einfach nur nach oben klettern. Aber das war cool. War so ein bisschen spannend war es ja schon. Jetzt hat sich jemand einfach hier hinbegeben und die Insel für sich erklärt offensichtlich. Wahrscheinlich irgendein Ritter aus Toussaint. Wobei dafür liegt nicht genug Rüstung rum. So, jetzt gehen wir den Weg einfach wieder zurück. Whee. Oh, scheiße. Das war knapp. Das war knapp. Nerv doch nicht rum. Nerv doch nicht rum hier. Na komm. Ja, das hast du nur davon. Das hast du nur davon. Jetzt bin ich mal in Ruhe gelassen. Oh, noch eine. Kommst du auch noch? Willst du auch noch? Na komm, ja, komm mal her. Trau dich doch. Und angreifen. Los, rechts. Bams. Genau so machen wir das. So, dann haben wir das doch auch. Dann auf ins Boot und weiter geht's. Ich glaube, das war das letzte spannende Fragezeichen. Ab jetzt war's das. Gucken wir nochmal. Wobei, da kommen noch ein paar Inseln. Moment, wir gehen jetzt so eine Inselgruppe lang. Also insofern, die Chance ist doch gar nicht so unhoch. Da ist auf jeden Fall noch eins auf einer Insel. Da ist noch eins an einer Insel. Naja, wir legen mal los. Wir legen mal munter los. Das ist als nächstes dran. Da müssen wir eben hier an der Insel vorbei eiern. Da sieht auf jeden Fall wieder schon deutlich nach einem Schmugglerversteck aus. Ich würde sagen Schmugglerversteck und dann so eins mit so einem Boot, wo die Harpien wieder ihre Nester drauf gebaut haben. Hatten wir schon lange nicht mehr. Das schreit im Grunde mal wieder danach. Schauen wir nochmal. Wir fahren, Mensch, Chef. Was auch schon wieder nicht mehr ganz so glücklich aussieht. Also sobald es dann irgendwie doch zu rot wird, werden wir nochmal an den Hafen anlanden, um uns da nochmal ein Ersatzboot zu organisieren für die letzte Runde. Aber bis jetzt geht's noch. Wenn ich nicht von Harpien zermettelt werde, dann sollte das eigentlich kein Problem werden. So, da fahren wir entspannt auf dem Meer. Oh, das sieht nach Gugglern aus. Da ist ja so alles schiefgelaufen, was ich vorher prophezeit habe. Es sollten Gurgler sein. Es könnten auch Harpien oder sowas sein, aber es sieht doch sehr nach Gurgler aus. Und, was seid ihr? Das sind Gurgler. Ah, müssen wir noch treffen? Sind zu weit weg. Die wollen gar nichts von mir. Die sind da so völlig tiefenentspannt. Das finde ich gut. So ist das fein. So, warte, jetzt looten wir das erstmal. Dann tauchen wir auf. Das waren noch nur zwei Stück. Das Süße können wir schon auftauchen. Und die restlichen Gurgler versuchen zu ignorieren. Wenn die uns jetzt nicht zufälligerweise unters Wasser ziehen, dann sind wir auch schnell wieder weg. Los, Geralt. Muss ich jetzt nur auf dein Boot ziehen. Genau, so muss es aussehen. Und schon haben wir keinen Stress mehr, weil die kommen ja nicht aufs Boot rauf, die Dödel. Die sind ja zu blöd, ne? Die sind ja eindeutig zu blöd. Da können wir jetzt ganz entspannt sein. Also fahren wir weiter. Nehmen wir am besten das Ding jetzt mit. Hoppala.
Die große Bootstour, du. Gucken wir mal. Also ist auf jeden Fall wieder ein Schmugglerversteck und ich würde sagen, es sind wieder Gurgler. Ich glaube, wir bleiben jetzt hier erstmal bei Gurglern. Das ist die Gurgler-Ecke hier unten. Da sind die heimisch, da fühlen die sich wohl. Das ist doch relativ zu sich. Bei den Inseln bin ich gespannt. Da könnte mal was passieren. Da könnte mal was passieren. Bei dem Ritter jetzt gerade eben hätte mich halt auch interessiert, warum ist dieser Ritter auf diesen Berg geklettert und hat da seine Verlage hingestellt. Was hat er da gesucht und warum ist er gestorben? Was war seine Mission? Da hätte man, da wäre noch Potenzial gewesen für so ein kleines Tagebuch oder sowas, ne? Muss man ja zugeben. Wäre ganz nett gewesen. So in den Skellige mehr als am Festland. Da ist das nicht so schlimm, wenn das da zwischenzeitlich, wenn da so ein paar Sammelquests gesät werden, wenn man es da gar nicht so doll merkt. Aber hier auf dem Wasser, wo man einfach nur durchs Nichts dödelt, da fällt es dann doch auf, dass das doch relativ, ja, repetitiv, würde ich mal sagen, ist, ne? So ein Baiten. So, hier halt hier. Schön munter weiter. Da fahren wir munter übers See. Noch 260 Schritt. Hier sind jetzt echt die Distanzen dafür wieder hoch, ne? Das ist leider so. Aber das Boot hält noch wacker durch. Wenn wir den Inselschlenker noch schaffen, dann porten wir uns noch einmal in die Bucht. Da kommt mein Schiff jetzt mit den Harpien. Siehst du? Ich wusste doch, es kommt noch mal eins. Da lag ich ja mal wieder falsch. Dann sind das doch keine Gurgler. Da kommen jetzt ein paar Sirenen, Harpien, was auch immer. Fliegendes Gesocks. Schmugglerversteck. Moin. Wisst ihr, ich warte mal nicht, bis hier alles spawnt und so. Ja, Geralt ist gut. Ey, klau mir doch nicht hier. Die klaut mir die Box. Die klaut mir die Kiste. Hallo. Du kannst mir doch nicht meine Kiste klauen. So. Gibt's doch nicht. Habt ihr das gesehen? Hat die Kiste mitgenommen? Ich weiß nicht, ob das so vorgesehen war, aber es war cool, dass es geht. Immer die Kiste gemobst. So, hier, komm schnell. Die noch. Dann erstmal kurz nach oben. Brauch ein bisschen Luft. Jawoll. Und los geht's. Eben noch zur letzten Kiste. Mit Glück können wir die Sirenen ignorieren, aber wahrscheinlich nicht. Die eine, die quirlt sich doch schon so glücklich durch die Gegend. Ja, ja, entspann dich mal. Bams, ist alles gut. So, und dann ist das auch schon gut. Ist das schon gut? Ist doch alles gut? Ist doch schnell vorbeigegangen, ne? Siehst du, damit habt ihr das auch erlebt. Alles vorbei. Wieder ein Harpien-Nest ausgerottet. Wir machen weiter. So, ans Steuer und an dem Müll vorbei. Da fahren wir ein bisschen rückwärts raus hier, damit wir nicht durch die ganze Scheiße eiern müssen. So, und dann geht er da lang. Nicht die Leiche berühren, die macht auch das Boot kaputt. Eben fix auf die Weltkarte gucken und dann geht das jetzt weiter zur Insel. Da sind gleich zwei Stück. Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist natürlich nicht schlecht. So. Wir eiern zur Insel hin. Witz. Ja, unsere kleine Nussschale hier. Du, aber sie hält. Fängt das jetzt an zu regnen? Nee, es schneit. Das ist ja noch okay. Schnee. Der ist cool. Hatten wir dieses Jahr auch schon. Auf der Fahrt nach Bayern hin. Ging da auf einmal das Schneetreiben los. Hat sich aber jetzt erstmal wieder gelegt, ne? Inzwischen so ist wieder wärmer geworden. Aber die ersten wirklich kalten Tage waren schon da. So. Oh, der Hornkrähe. Ist gut. Oh, Hähnchen, wir haben das doch gehört. Ist doch alles okay. Wenn du willst, dass wir mal eine kleine Pause machen, dann machen wir das jetzt auch, ne?
Also, ihr habt den Hahn gehört, das heißt, wir machen hier mal immer kurz einen Break. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer, gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder, wahrscheinlich mit Glück. Der letzte der großen Tour. Ich guck mal, wie viele Fragezeichen das noch sind. Schauen wir doch mal. Gesamt. Noch 10 Stück, das könnte man schaffen. Wir schauen mal. Ansonsten bis dahin erstmal viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.